Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lands of Lore, The Throne of Chaos. Wir sind in der zweiten Ebene von Burg Cimmeria. Wir kommen dem Ende immer näher, haben einige neue Gegnertypen wieder kennengelernt und nun geht es darum, hier diese Ebene weiter zu erkunden. Bisher haben wir hier nichts sonderlich, Aufregendes entdeckt. Hier haben wir allerdings eine Truhe, die man sich mal angucken kann. Das machen wir mit Kieran. Wie auch sonst immer. Wir können das Schloss nicht öffnen, aber da funktioniert es. Wir haben einen Stab Gustavus. Natürlich habe ich auf diesen Stab gewartet, der, weiß ich nicht, mir ein Schnurrbart wachsen lässt. Dann sollte Kieran den nicht tragen, denn er hat schon einen. Dolch Riposte. Ja, zumindest hat er Barthaare. Camping. Und ansonsten ist nichts hier drin. Das ist schade. Ich finde es übrigens komisch, dass man tatsächlich hin und wieder hier aus den Truhen immer noch Gold sammelt. Ich meine, warum kriegt man an diesem Punkt des Spiels noch Gold? Das ergibt irgendwie nicht so wirklich viel Sinn. Bakata scheint da so ein bisschen betäubt zu sein. Jetzt geht's allerdings wieder. Okay. Mein Gott, kann man denn hier nicht mal rasten? Was soll denn das? Ich will doch nur ganz gemütlich Feuerholz sammeln, ein Lagerfeuer anzünden, oh, und vielleicht ein paar Marshmallows braten. So. Besser. Einmal speichern. Und weiter geht's. Ja, also die zweite Ebene ist im Grunde ziemlich verschachtelt. Bei der ersten hatte man ja immerhin dieses weitläufige Gebiet, wo man sich selbst seinen Weg so ein bisschen suchen musste. Da oben ist ein Schalter. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Der ist da. Die sind hier tatsächlich hin und wieder echt mal ein bisschen tricky angeordnet. Was ich eigentlich ganz gut finde. Die Frage ist natürlich, was dieser Schalter jetzt gemacht hat. Aktuell kann ich mir da noch keinen richtigen Reim drauf bilden. Da müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein hier. Für die reicht offenbar sogar schon Todesnebel 2 fast. Aber gut, Todesnebel Level 2 macht doch, glaube ich, irgendwie 80 bis 100 Schaden. Das ist natürlich enorm, wenn man sich überlegt, wie viele Lebenspunkte die Gegner immer hatten. Ich glaube, die hier haben so um die 150 immer oder 200. Da haben wir noch einen Hebel. Auch den wollen wir mal drücken und er öffnet hinter mir eine Nische. Eine Nische, die mit dem Dreizack-Plage bestückt ist. Wie stark ist denn dieser Dreizack? Natürlich schwächer als das, was ich aktuell drin habe. Trotzdem nehme ich ihn mit. Vielleicht haben wir ja nochmal Druckplatten, die wir irgendwie beschweren müssen. Und da kommt mir so ein Dreizack natürlich sehr gelegen. Außerdem kann ich dann Triton aus Ariel cosplayen. Was ist das denn? Oh mein Gott, das ist doch nicht König Richard, oder? Oder ist das der Körper, der zu Geoffreys Kopf gehört? Das könnte natürlich auch sein, aber ich bezweifle es mal. Denn immerhin hat dieser Körper auch noch einen Kopf, wenn ich das alles richtig gesehen habe. Lassen wir ihn mal ein bisschen abhängen. Ja, genau das tun wir jetzt einfach mal. Hier haben wir eine weitere Truhe. Also wir kriegen wieder mehr Loot. Lässt sich auch sehr leicht öffnen. Armschutz zur Verteidigung. Ja, wozu sind Armschütze denn sonst gut? Der bringt auch einiges an Rüstung dazu. Sehr cool, dann können wir den mal da liegen lassen. Wir haben einen Ast der Unendlichkeit. Also mittlerweile habe ich wirklich so viele magische Gegenstände im Petto, dass mir eigentlich niemand mehr gefährlich werden kann. Ein Ast der Vergessenheit. Das ist mittlerweile das vierte Ast der Vergessenheit. Da ist was hinter mir und wahrscheinlich mag ich es eher nicht. Das Ding lebt ja immer noch. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet, dass das passieren würde. Habe ich nicht nochmal irgendwo anders gespeichert? Habe ich hier vielleicht gespeichert? Mal gucken. Ah, natürlich nicht. Ja, das ist immer so nervig. Man muss sich wieder daran gewöhnen zu speichern mehr. Wenn man diese komischen Gegner da hat. So, wo war's da? Da ist, glaube ich, nichts passiert. Genau, das können wir zumindest noch nicht sagen, was da genau passiert ist. Hinter mir eine Nische, Dreizack-Plage, wenn mich nicht alles täuscht. Hier mein Kumpel, der so ein bisschen abhängt, soll er mal machen. Speichern, bitte, und zwar auf Rätsel. Das ist der oberste Speicherpunkt und ich neige dazu halt, den obersten Speicherpunkt auch anzuwählen.
Ja, Bakata ist bei Schutz 105. Das ist natürlich echt enorm. Ast der Vergessenheit. Da haben wir zum Beispiel das Gold. Heftig. Wo man sich dann eben fragt, warum jetzt noch Gold? Wir können damit nichts anfangen. Es gibt keine Händler mehr im Spiel. Und man möchte nicht unbedingt den ganzen Weg zurückreisen. Da fragt man sich nämlich, warum sollte man das tun? Für welchen Gegenstand? Oh. This is already unlocked. Sehr gut, wir konnten also dieses Schloss so öffnen. Wir haben hier eine Nische. Haben wir ansonsten hier irgendwas? Es scheint, als wäre da sonst nichts. Die Frage ist, was können wir mit der Nische anfangen? Das ist doch irgendwie ein Geheimnis. Was ist, wenn ich da was reinlege? Passiert gar nichts. Es passiert offenbar gar nichts, okay. Dann kann man diese Nische wahrscheinlich getrost ignorieren. Und weiter vorangehen. Es gibt hier relativ wenige Wege, also es ist schön linear gerade. Klar, das ganze Spiel ist ja irgendwo linear, aber das sind ja wirklich sehr schmale Wege hier. Können wir das auch lockpicken? This is already unlocked. Da sehe ich auf jeden Fall einen Hebel. Eine dicke Nase, die man drücken kann. Und da haben wir eine Einhornfigur. Und das ist die dritte Figur. Die fehlt mir in meiner Sammlung noch. So schön fluffy. Jetzt leg ich dir mal weg, diesen scheiß Dolch hier. Ja, hier hat sich irgendwas verändert. Man hat das Geräusch ja gehört, aber was ist die Frage? Offenbar gar nichts. Also wir haben jetzt drei der vier Statuen. Das sieht nicht so aus, als würde ich das meinen Füßen antun wollen. Auch wenn das ekelhafte Stinkmauken sind. Trotzdem haben sie diese Tortur nicht verdient. Weiter vorwärts. Wieder nur diese großen Räume mit nichts drin. Das ist manchmal schon echt ein bisschen verwunderlich. Und es ist auch kein Schalter oder sowas da drin. Na, dann geht ja nur noch dieser Weg hier. Und auch bisher relativ wenige Gegner auf dieser Ebene. Was haben wir denn hier? Okay. Lässt sich das nicht öffnen? Hier ist kein Hebel. Was ist denn, wenn wir die Tür hier schließen, die andere? Auch dann passiert nichts, außer dass wir uns den Kopf anstoßen und gefährlich viele Gehirnzellen verlieren. Doch hier ist eigentlich nichts weiter als nur wieder eine weitere Tür. Warum sollte man ein Schloss so bauen? Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Oha. Na, da haben wir doch mal was Feines hier. Da lohnte sich der Gang ja richtig. Oh. Dürfen nicht zulassen, dass sie uns komplett überrennen. Hier haben wir wieder eine größere Ebene und das macht sich natürlich sofort daran bemerkbar, dass wir hier... Oh, Bakata wurde durch den mächtigen Schlag betäubt. Das macht sich sofort daran bemerkbar, dass wir eben hier direkt mehr Gegner erwischen. Heil mal Bakata bitte und Bakata kann sich dann den Todesnebel vornehmen. Oh, er erwischt zwei damit. Na gut. Autsch. Jetzt geht's mir gerade so ein bisschen an den Kragen. Heil mal den. Und den kannst du auch mal mit heilen. Das wird gerade zu einem Problem. Volle Heilung, bitte. Bakata ist wieder etwas betäubt worden. Nope. Nur 14 Schaden. Was ist los, Bakata? Da läuft doch irgendwas falsch bei dir. Heil den mal voll. Voll auf die Omme. Ich sag's doch, so soll das sein. So, da speichern wir mal lieber. Was haben wir hier? Ist das womöglich das Schloss, was ich die ganze Zeit gesucht habe? Nein, das ist die falsche Axt.
ist das womöglich das Schloss, was Gauner Stufe 7 benötigt. Das ist sehr ungewöhnlich, muss man sagen, dass ich dieses Schloss nicht aufkriege. Sie gibt irgendwie nicht so wirklich viel Sinn. Kann ich das... Ich habe doch noch einen Schlüssel hier, so einen kleinen. Oh, fuck. Gar nicht gut. Vor allen Dingen wird immer Bakata gefokust. 4 Schaden, Kieran. Nice. Da ist ja mal richtig einen rausgeklotzt, wa? So, wo ist jetzt dieser kleine Schlüssel? Da. It does not fit. Oh, der passt nicht. Das ist ja schade. Gut. Ich hab keine Ahnung, warum sich dieses Schloss nicht öffnet. Es ist, muss man sagen, sehr ungewöhnlich. So. Rasten wir noch einmal, hoffen, dass wir nicht unterbrochen werden und gucken dann nochmal weiter. Also diese... Nein. Diese Tür öffnet sich seltsamerweise nicht. Da ist eine Druckplatte. Die nichts weiter tut, als mir irgendwas ins Gesicht zu donnern. Das ist ja schade. Warum öffnet sich diese Scheißtür nicht? Ich bin Gauner Level 7. Ich müsste jede Tür in diesem Spiel öffnen können. Jede verdammte Tür. Ich nehme erstmal die Armbrust wieder auf, weil irgendwie macht das ja keinen Unterschied. Warum so viel Schaden? Ich habe 105 Rüst... Holy fuck. Jetzt reicht's. Bakata, du bist selbst so ein Monstrum von Vieh. Warum lässt du dich von diesem Schlag aus den Latschen hauen? Verstehe ich nicht. Was passiert hier? Gar nichts. Was ist das denn? Was ist denn das schon wieder? Okay, das kann man gar nicht öffnen, vielleicht hiermit? Nein. Das öffnet dann vermutlich diese Tür. Da ist auf jeden Fall irgendwas Wichtiges. Vielleicht ja sogar der Aufgang zu Level 3. Hä? Ach, das ist diese Tür. Ja, das ist ja merkwürdig. Warum sollte man das denn tun? Was haben wir hier? Nices. Hier haben wir auch wieder nur so eine Tür, die wahrscheinlich auch einfach nur nach oben führt. Ja, das tut sie auch. Warum auch immer man diese Türen alle öffnen will. Da kann ich gerade irgendwie keine besondere Logik erkennen. Aber, oh. Nope. Heilung. Todesnebel. Gut ist natürlich, dass die Gegner alle so fett sind hier. Alle mega fette Viecher, wo nur eine nebeneinander stehen kann. Also, eine blockiert schon einen ganzen Gang. Das gefällt mir. So, also, diese Tür öffnet sich nicht. Wir können hier weitergehen und wahrscheinlich finden wir irgendwo einen Schlüssel. Wenn man das jetzt getan hat, hat es irgendwas geöffnet? Augenscheinlich nicht. Aber nur augenscheinlich, man weiß ja nicht. Das hat gerade die andere Tür geöffnet, oder? Was für ein Witz. Das Spiel denkt sich immer wieder neue Dinge aus, um mich hereinzulegen. Doch noch mehr zu sehen, als ich jetzt erwartet hätte. Was war das? Ich dachte, da wäre ein Hebel. Da will ich, glaube ich, nicht rüber gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden das anrichtet bei mir. Aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass es... Ach, da kann man... Da werde ich einfach nur... Oh Gott, das ist ja... Ich hätte jetzt gedacht, man kann zwar rübergehen, aber man kriegt mega Schaden rein. Aber offenbar ist das Ding einfach nur so da. Und hat gar keinen Sinn. Also es ist wie eine Wand, die einen zurückstoßt und Schaden macht. Normalerweise ist es ja auch so. Wenn ich meinen Kopf gegen eine Wand donner, dann bin ich halt verletzt. Oh, das trifft beide, das ist schön. Da sind ja noch mehr. Nice.
keine Ahnung, ob irgendwer von meinen Recken hier noch eine Stufe aufsteigt. Ja, es ist eher unwahrscheinlich, wenn ich mir selbst so das Kämpferlevel angucke. Und Kämpferlevel sind ja eigentlich die, die sich so am einfachsten skillen lassen. Hier ist jetzt nicht sonderlich viel passiert. Da fliegt mir direkt der Schmodder ins Gesicht. Da haben wir noch einen Schalter, den man erdrücken könnte. Wenn man einen Bock drauf hat. Warum triffst du nicht Bacada? Geh doch. Geh doch, Bacada. Geh doch. Also hier ist ein weiterer Hebel. Das war eine verdammt dumme Idee, oder? Ha! Cool! Ich hätte jetzt gedacht, ich muss neu laden, weil ich das Ding nicht mehr wegkriege. Da hängt ja schon wieder so ein Typ rum. Diese armen Seelen. Hoffentlich ist wirklich keiner davon König Richard. Sonst bin ich verdammt verstimmt. Weil dieses Spiel im Grunde nichts anderes als eine ganz große Suchquest war. Eine Schnitzeljagd. Finde die Gegenstände, finde die Gegenstände, finde die Gegenstände. Und hier ist immer mega die Abhängparty. Was für ein Gehänge. Der Wahnsinn. Ich will auch hier weg. Hier gibt's nichts für mich außer den Tod. Nein. Danke. Sehr gut. Nicht sehr gut. Na, da hat offenbar weniger ausgereicht. Nur ein Bolzenschuss, um ihn zu töten. So, wir sind jetzt hier. Wir können geradeaus durchgehen. Und dann haben wir, glaube ich, die Ebene fast geschafft. Also viel mehr kann ich hier nicht erkennen. Ich müsste noch sowas wie einen Schlüssel folgen eigentlich. Ein Schlüssel, durch den wir in der Lage sein werden, diese eine Tür da zu öffnen. In seiner Bewusstlosigkeit hat er nochmal geheilt. Warum führt dieser gewaltige Schlag nicht zu gewaltigem Schaden? Er hat sogar gebrüllt. Das ist echt eine Schande. Habe ich hier wieder irgendeinen Schalter verpasst? Nee, sieht nicht so aus. Hier ist nichts. Das sind übrigens tatsächlich, glaube ich, Mimics. Ich glaube, die heißen zumindest so. Boah, den habe ich mal sauber von hinten... Oh Gott. Oh mein Gott. Bacada muss einfach nur mal treffen, dann gewinnen wir vielleicht auch. Nice. 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 Okay. Benutzen wir auch mal so einen Becher, wenn wir schon einen haben. Und nope. Natürlich ist Bacada mal wieder betäubt. Er scheint diese Schläge anzuziehen. Vielleicht hat er da irgendwie so einen Fetisch, vielleicht lässt er sich gerne betäuben und dann würgen und dann ja, den Hintern versohlen. Ich will mir gar nicht Bacadas Hintern vorstellen, es sieht wahrscheinlich aus wie so ein gelbes Krebsgeschwür. Ja, viel ist hier jetzt nicht mehr. Hier ist noch was. Aha! Und das wird der Schlüssel sein, der mich in die dritte Ebene führen wird. Ein Noir-Schlüssel. Ansonsten dürfte hier nichts mehr sein. Nein, nur noch dieses Gebiet. Und ich weiß ganz genau, wo mich dieses Gebiet hinführt. Wow! Aus welcher Wand bist du denn gekommen, Freund? Du hast dir viel Mühe gegeben, anzuschleichen. Vielleicht bist du auch einfach nur respawned. Das wäre viel weniger episch. Autsch. So, ist das hier? Nope. Es ist hier drüben, aber ich will vorher lieber rasten, denn die Feuerbälle könnten mich wirklich empfindlich treffen. Und das sollen sie ja nicht. Schneller, raste schneller. Autsch. Ups. Nein! Oh Gott, ich Idiot, habe ich gespeichert.
Ich habe gespeichert, oder? Ich habe bestimmt gespeichert. Ich war so klug und habe gespeichert. Och ja, das ist okay. Naja, das Video ist nun sowieso vorbei. Beim nächsten Mal würde ich sagen, schauen wir uns mal an, ob wir nicht schon die dritte Ebene erreichen. Das wäre sehr, sehr krass, muss ich sagen. Sehr, sehr krass. Weil wir dann wirklich ganz kurz vor dem Ende wären. Wir müssen natürlich auch noch König Richard finden, ihn befreien. Aber dann steht Scotia auf der Speisekarte, auf der Tagesordnung. Das aber erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Lands of Lore, The Throne of Chaos. Auf meine nächsten Videos gilt natürlich anschauen, freuen und kommentieren. Seid aktiv mit dabei und denkt immer daran. I want you for an adventure. Oh, du hast da gerade irgendwo eine Tür geöffnet. Ich hab Angst. Who wants some? Come get some. What? Ah! Ja, hast dich selbst gesprengt? Ich hab ganz woanders hingeschossen. Gibt's hier Sturzschaden? Hast dich selbst gesprengt? Habe ich einen Punkt gekriegt? Nee, ne? Nee, ich hab einen Minuspunkt gemacht. What? What in the bot? What? Ja! Yeah.